Ja, hallo, mein Name ist Oliver Huschka. Ich bin der Ausbildungsberater der IHK Cottbus. Ich bin zuständig für die Betriebe und die Auszubildenden. Das heißt, ich berate Betriebe, wenn es um Ausbildung geht. Wir prüfen, ob die Betriebe geeignet sind. Wir müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Ausbildung überprüfen in den Betrieben. Und dann gucken wir, ob der Ausbilder da ist, weil der Ausbilder muss natürlich auch Voraussetzungen erfüllen für die Ausbildung, ob der Ausbilder darf, um dann die Ausbildung zu starten. Natürlich sind wir auch da für unsere Auszubildenden, wenn die Probleme haben, Fragen haben, wenn sie was wissen wollen, aber auch Schüler können zu uns kommen und wir versuchen dann den Schüler an Betriebe zu vermitteln bzw. geben den Schülern Informationen, wo sie sich bewerben können, damit wir dann sicherlich auch Auszubildende haben für unser Unternehmen. Ja, die rechtliche Frage ist auch ganz wichtig für die Ausbildung. Da gucken wir auch drauf, dass die Pflichten und Rechten während der Ausbildung A vom Betrieb und B vom Auszubildenden eingehalten werden und auch beachtet werden, damit man das beste, sag ich mal, Ziel erreichen kann, also die Prüfung bestehen kann und dann als Fachkraft arbeiten kann. Und wir machen natürlich auch, sind jederzeit Ansprechpartner für die Betriebe, wenn da Fragen bestehen und für die Auszubildenden und versuchen dann allen zu helfen, damit die Ausbildung reibungslos funktioniert. Ja, und wenn Sie oder Ihr Fragen habt, können Sie uns gerne anrufen. Wir haben verschiedene Geschäftsstellen, einmal in Herzberg, Schönefeld, Senftenberg und hier in Cottbus. Und dort stehen wir sind 4 Ausbildungsberater und Beraterinnen, stehen zur Verfügung, wenn Fragen gestellt werden sollten. Danke.